Mein erster Weg führt mich auf Meta-Suchmaschinen wie Kayak oder Trivago. Da schaue ich einfach mal in meiner Zielregion, welche Hotels gibt's, was kosten die, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und mein Tipp an der Stelle ist, wendet euch direkt ans Hotel, spricht mit dem Hotel, dass ihr auf Drittanbieterseiten ähnliche oder günstigere Preise gefunden habt. Und die Hotels sind meistens so fair und freundlich, dass sie euch den günstigeren Preis geben. Und wenn wir gerade beim Buchen sind, unser Insider kennt da noch einen echten Geheimtipp, wie man sogar nach der Buchung noch Geld zurückbekommen kann. Wichtig ist, eine stornierbare Rate zu buchen, denn die Preise sind dynamisch. Also sprich, von heute auf morgen können die Preise steigen oder fallen. Und jetzt geht es darum, hier die Preise zu beobachten. Das kann man entweder manuell machen, dass man einmal in der Woche reinschaut, oder man nimmt eine Plattform wie zum Beispiel Puvo und dort wird automatisch der Preis getrackt. Und wenn der Preis fällt, dann wird man informiert, kann seine Hotelrate stornieren und neu buchen zum günstigeren Preis.